Der Innenminister ist heute ein Narr. Thomas Strobel trägt mit sichtlichem Stolz seine Laufnarrenkappe aus Stockach, wo er in diesem Jahr vor dem Narrengericht stand. Er empfing heute pünktlich um 10.01 Uhr rund 500 Karnevalisten im Stuttgarter Neuen Schloss, darunter Vertreter verschiedener Karnevals- und Fastnachtsvereine aus ganz Baden-Württemberg. Der Innenminister genoss den Termin sichtlich und stellte dann ganz klar fest: Und so viel ist schon heute klar, Fastnet kommt auch nächstes Jahr, wie wunderbar! Für diese und weitere karnevalistische Weisheiten wird Strobel mit dem Großkreuz des Landesverbands Württembergischer Karnevalsvereine ausgezeichnet. Nadine, die erste zu Stutengarten, dazu: Ich denke, den Orden hat er sich mit der Ansprache und mit den Reimen, die er gehabt hat, auf jeden Fall verdient heute. Die Stuttgarter Karnevalsprinzessin nutzt noch schnell wie viele anderen auch die Gelegenheit für ein Gruppenbild. Denn morgen ist der ganze Spaß bekanntlich vorbei. Zeit für eine erste Bilanz. Es war mega schön. Also ich war nie der Karnevalist und der Faschingsmensch und ich bin da reingerutscht und ich habe es von Anfang an geliebt. Die Traditionen, die Prunksitzungen. Und wir dürfen dann auch singen und Auftritte machen. Das war wirklich mega schön. Ich könnte es jedem weiterempfehlen, das zu machen. Einmal Prinzessin sein. Das darf sie dann wenig später um 14 Uhr nochmal beim Faschingsumzug. Der wird von vielen Sicherheitskräften begleitet, um Unfälle zu verhindern. Vor wenigen Tagen war eine Frau bei einem Umzug in Bayern von einem Traktor überrollt worden. Wir haben da Begleitpersonen, die an den Rädern mitlaufen. Und aufpassen, dass halt niemand drunter kommt unter die Räder. Hier geht aber alles gut. Und so feiern rund 1400 Umzugsteilnehmer und viele Schaulustige nochmal die letzten Züge der fünften Jahreszeit. Wie gefällt euch denn der Zug bisher? Ja, ein bisschen langsam, aber sonst eigentlich ganz gut. Super Sache. Schon was gefangen? Ja, ein paar Bonbons. Und wir gehen links und rechts den Kindern die ganzen Bonbons. Vielleicht haben diese Einhörner aber auch eher Lust auf was anderes.